earliner.de. Geht direkt ins Ohr. Wir betreten nun eine Leihausstellung der Wiener Hofburg in Österreich. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Hier finden wir ausgewählte Exponate aus der Schatzkammer der Wiener Hofburg. Die Schatzkammer ist ein Teil der Sammlung des Hauses Habsburg, einer alten Dynastie, aus der in Europa viele Könige und Kaiser hervorgegangen sind. Die Schatzkammer unterteilt sich in einen weltlichen und einen geistlichen Teil. Hier sehen Sie den weltlichen Teil. Bitte richten Sie Ihr Augenmerk nach links auf die Insignien des Heiligen Römischen Reiches. Ein besonders schönes Stück dieser Insignien ist die Reichskrone, mit der seit dem Hochmittelalter... Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht eine Uhr? Ja, Moment. Kurz nach halb drei. Vielen Dank. Eckige Form, die sie von allen anderen Kronen unterscheidet. Wie viel ist diese Krone denn wert? Der materielle oder der ideelle? Natürlich der materielle. Nun, der Kronenkörper besteht aus 8 reich mit Edelsteinen und Perlen verzierten Goldplatten, die insgesamt 3,5 Kilo auf die Waage bringen. Man schätzt den Wert auf ca. 1,2 Millionen Dollar. Und dann ist dieses Stück nur durch einen einfachen Glaskasten geschützt? Das ist Panzerglas. Der Kasten ist über die Insignien gestülpt und hat ein Gewicht von 320 Kilogramm. So schnell hebt den keiner an. Zudem wird bei unbefugtem Öffnen oder Anheben des Kastens sofort ein Alarm ausgelöst und die Eingänge zu diesem Raum durch Fallgitter verriegelt. Schon sehr bescheiden nimmt sich dagegen die heilige Lanze aus. Diese Lanze gehörte der Legende nach dem römischen Hauptmann Longinus, der mit ihr den Tod Jesu überprüfte, indem er sie in seine Seite bohrte. Sie soll daher auch mit dem heiligen Blut getränkt sein. Wollen Sie schon wieder los? Schauen Sie sich nicht den Rest der Ausstellung an? Ich habe nur die Zeit bis zu einem Termin überbrückt. Was kann das wohl sein? Naja, ich treffe mich mit meiner Verlobten, um bei Macy's einen Geschenktisch auszusuchen. Oh, Sie wollen heiraten? Ja, in 2 Monaten. Na dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Folgen Sie mir bitte Vielen Dank. In die geistliche Abteilung der Schatzkammer. Hier finden sich Andachtsbilder und Altäre des Kunsthistorischen Museums der Hofburg. Ah, Hilfe! Sieh! Mann hat meine Handtasche gestohlen! Hey, bleiben Sie stehen! Komm ab, du Arsch! Beiseite! Das Geländer bricht! Hilfe, ich komme! Ich hab sie! Keine Angst, ich lasse sie nicht los! Aber strampeln Sie nur nicht so! Ziehen Sie mich hoch, bitte! Schnell! Ich tue, was ich kann! Warten Sie, Lady! Ich helfe Ihnen! Ja. Halten Sie durch! Wir ziehen Sie jetzt hoch! Ja. Ich hab's gleich! Gleich bin ich oben! So! Jetzt wohin! Danke, Miss. Vielen Dank. Dieser Idiot hat mich einfach umgestoßen. Wenn Sie nicht so schnell zugegriffen hätten, wäre ich zusammen mit dem Geländer in die Tiefe gerauscht. Nichts zu danken. Es war mir ein Vergnügen. Hallo, was kann ich für Sie tun? Einen großen Brain Burger mit Bacon, 6 Brain Buckets und ein Milchshake Vanille, bitte. Oh, tut mir leid. Die frischen Brain Burger mit Bacon sind noch nicht fertig. Dauert noch circa 2 Minuten. Kein Thema, ich warte. Zum hier essen oder zum Mitnehmen? Hier essen. Das macht dann bitte $8,97. Ja, hier. Danke sehr. Und 3 Cent zurück. Ich setze mich so lange da drüben hin, ja? In Ordnung. Ich bringe Ihnen das Menü gleich an den Tisch. Okay, danke. Oh, 2 Anrufe. Melinda?
Hi, ich bin's, John. Du hast versucht, mich zu erreichen? Was gab's denn? Aha. Okay. Ist hier noch frei? Was? Ja, natürlich. Danke. Ja, hab ich besorgt, oh, ja. Mann, was für ein Tag. Nein, ich hab daran gedacht. Ich bring sie nachher mit, wenn ich nach Hause komme, ja? Hier, der Brain Burger mit Bacon. Du, ich muss Schluss machen. Brain Buckets und der Milchshake. Danke. Guten Appetit. Ich esse hier gerade bei Duffys. Wir sehen uns. Ich weiß. Ich dich auch. Guten Appetit. Was? Ja, danke. Gleichfalls. Sind Sie nicht die Frau, die mich letzte Woche aus dem Abgrund gerettet hat? Oh, hallo. Jetzt erkenne ich Sie erst. Wie geht es Ihnen? Puls wieder unter 180? Ja, alles bestens. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin John Lindenberg. Erfreut, Sie kennenzulernen, John. Lara Croft. Wie jetzt? Ach was, das ist nur mein Künstlername, wenn ich gerade wieder tollkühne Stunts in historischen Museen hinlege. Normalerweise nenne ich mich Lirael. Lirael Seraphin. Ein schöner Name. Danke. Das kommt aus dem Althebräischen und bedeutet... Moment. Was ist? Das ist kein Big Brain Hugger. Das ist ein normaler Duffy Burger. Und dann auch noch mit Gurke. Entschuldigen Sie mich, John. Ich muss den kurz umtauschen. Ja, okay. Oh nein. Hey, wach. Das wollte ich nicht. Das ist kalt. Das tut mir leid. Ist schon gut. Jetzt alles haben okay. Sie den ganzen Shake auf das der Hose. Das war doch ein Versehen, hoffe ich. Ja, aber was bin ich denn nur ungeschickt? Machen Sie sich keine Umstände. Ich wisch das schon weg. Ich ja? werde Ihnen natürlich die Reinigung bezahlen. Oh, meine Güte, das kommt davon, wenn man immer so gehetzt ist. Das muss unbedingt sofort ausgewaschen werden. Das ist sicher Kirsche. Das macht waschfeste Flecken. Das ist Vanille, kein Thema. Trotzdem, das müssen wir sofort auswaschen. Kommen Sie mit, wir gehen kurz in den Waschraum. Aber nein, das ist schon okay. Das sind doch nur ein paar Spritzer. Kommen Sie, das muss sofort raus. Lassen Sie mich. Ich sagte Ihnen doch, das ist okay. Kommen Sie jetzt, verdammt. Was? Los jetzt, hier lang. Hey, was machen Sie denn? Ich sagte doch, ich muss das nicht. Halten Sie die Klappe und kommen Sie mit. Wie bitte? Hier lang, los, da rein. Oh, hey! Sagen Sie mal, was soll das? Seien Sie endlich still oder Sie lernen mich kennen. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Wie können Sie nur? Ruhe jetzt! Seien Sie still. Alles auf dem Boden, das ist ein Überfall! Es wird niemandem etwas geschehen, wenn jeder genau das tut, was ich sage! Alles auf dem Boden, hab ich gesagt! Los jetzt, ich hab nicht ewig Zeit! Ich wiederhole mich ungern! Gut so! Und jetzt holt jeder seine Brieftaschen und Kreditkarten raus und legt sie vor sich hin! Hey, leg das Handy hin! Ich knall den nächsten auch noch ab, wenn ihr nicht macht, was ich sage! Hände hoch, NYPD! Lassen Sie die Waffe fallen! Leck mich, du Scheißbuch! Ruhe! Es ist alles wieder unter Kontrolle. Der Mann ist erledigt. Gehen Sie alle wieder. Kann ich die Hand jetzt runternehmen? Okay, ich lasse Sie jetzt los. Geraten Sie nur nicht wieder in Panik, okay? Was war das? Was war da los? Das war ein Überfall. Haben Sie das etwa nicht mitbekommen? Da wurde geschossen. Sie sind ja richtig aufgeweckt. Liegt das am ständigen Genuss von Brainburgern? Kommen Sie erst mal hoch. Wir brauchen hier wohl nicht mehr weiter auf dem Boden rumzukauern. Und dann sollten wir zusehen, dass wir hier wegkommen. Und was ist mit dem Fleck auf meiner Hose? Keine Sorge. Das ist nur Vanille. Das geht beim nächsten Waschen von alleine wieder raus. Hey, warten Sie! Sie können doch jetzt nicht einfach so weggehen! Warum nicht? Uns ist doch nicht passiert. Und gesehen haben wir auch nichts. Die brauchen uns hier nicht. Aber da drin sind Leichen! Und Sie haben mir anscheinend schon wieder das Leben gerettet. Ach was, das war nur Zufall. Verkaufen Sie mich doch nicht für dumm. Sie wussten doch vorher schon, was passiert. Waren Sie etwa eingeweiht? Ich bitte Sie, machen Sie sich nicht lächerlich. Woher hätte ich das denn wissen sollen? Hey, ich rede mit Ihnen. Bleiben Sie stehen zum Teufel. Der hatte nun wirklich nichts damit zu tun. Was? Das da drinnen war ein Junkie, der sich den nächsten Schuss finanzieren wollte. Aber... Nun gehen Sie zu Ihrer Melinda und bringen Sie die Hochzeitseinladung aus der Druckerei zu ihr. Woher wissen Sie, dass ich... Ich muss zu einem Meeting. War schön, Sie kennengelernt zu haben. Wiedersehen. Hey, warten Sie. Laufen Sie doch nicht weg.
Hey, passen Sie doch auf! Entschuldigung. Warten Sie! Hey, warten Sie! Verdammt! Wo ist sie hin? Sie vom Erdboden verschluckt. Das ist doch nicht möglich. Das gibt es doch nicht! Mann, Lirael, wie konnte dir sowas nur passieren? Ich glaube es nicht. Hallo, Engelchen. Ah, Sariel! Was sollte das da im Duffys, ha? Sariel, was meinst du? Ich habe mir da nur was zu essen gekauft. Du weißt, was ich meine. Du hast John Lindenberg schon wieder gerettet. Ach, das war reiner Zufall. Erzähl mir nichts, Lirael. John steht auf der Liste und du hast mal wieder den Plan durchkreuzt. Liste? Verkauf mich nicht für dumm, Kleines. Dein Auftrag ist beendet worden und du kannst nicht aufhören, diesen Mann zu beschützen. Beendet? Ich weiß nicht. Du weißt genau, was ich meine. John Lindenberg muss sterben. Ja, ich weiß. Aber es ist zu früh. Er ist doch erst Ende 20. Es kann bald zu spät sein. Wenn John weiterlebt, dann wird das Kind niemals geboren. Aber es ist doch nur eine Prophezeiung. Es gibt keine Prophezeiungen. Es gibt nur zukünftige Wahrheiten. Durchkreuze nicht den Plan des Herrn. Ja. Du hast recht, Sariel. John Lindenberg muss sterben, damit die Menschheit Frieden findet. Endlich verstehst du, Lirael. Ich werde Metatron gegenüber nichts von diesem neuen Zwischenfall erwähnen. Aber missachte niemals wieder die Anweisungen. Dein Auftrag ist beendet. Und nun verschwinde! Ja, Sariel. Ich gehorche. John Lindenberg muss sterben. John? Ja, Schatz? Oh, John, ich bin ja so froh, dass es dir gut geht. Ja, wieso denn nicht? Der Überfall auf Duffys ist überall in den Nachrichten. 3 Tote. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Das musst du nicht. Ich bin doch jetzt hier bei dir. Alles ist in Ordnung. Mir ist nichts passiert. Aber das war genau zu dem Zeitpunkt, als du mich angerufen hast. Und du isst doch jeden Mittag dort. Ja, ich weiß. Aber da war diese Frau, die hat mir einen Milchshake auf die Hose gespritzt. Als ich im Waschraum war und ihn auswaschen wollte, geschah der Überfall. Ich habe gar nichts mitbekommen. Milchshake? Ja, schau mal. Hier. Oh. Sieht schlimm aus, oder? Ist aber nur Vanille. Ja, ein wenig von ausbrechender Potenz hat es, aber das geht beim Waschen wieder raus. Ich bin ja so froh, dass dir nichts passiert ist. Glaube mir, ich auch. Aber ehrlich, das war voll krass. Die Schüsse, die Schreie und... Oh, mein Knuddelbärchen, du tust mir so leid. Ich hatte solche Angst um dich. Ich hätte nicht gewusst, was ich ohne dich gemacht hätte. Hast du die Einladung? Natürlich. Ich habe dir doch gesagt, dass ich sie aus der Druckerei abgeholt habe. Wunderbar, Schatz. Ich liebe dich. 150 Einladungen mit Umschlägen. Genau wie wir es besprochen haben. Lass uns gleich die Gästeliste abarbeiten, damit du morgen alle Einladungen zur Post bringen kannst. Ja, Schatz. Das wäre toll. Und danach arbeiten wir wieder an John Junior. Ich dachte, wir wollten mit dem Baby bis nach der Hochzeit warten. Das können wir ja auch, aber ein wenig üben müssen wir doch auch, oder? Was kann ich für Sie tun? Ein Twilight Mysteries Menü mit Cola, bitte. Zum Hieressen oder zum Mitnehmen? Hier essen, wie immer. Das macht dann $4.95. Ja, hier. Moment bitte. So, bitteschön. Guten Appetit. Der Nächste? Was kann ich für Sie tun? Ja, ich hätte gerne auch dieses Twilight Mysteries Menü, aber bitte ohne Pommes, kein Burger, dafür nehme ich... Ist dieser Platz noch frei? Ja, klar. Setzen Sie sich. Miss Seraphine? Oh, hallo, Mr. Lindenberg. Sie schon wieder. Essen Sie auch jeden Mittag hier?
Wohin sind Sie neulich so schnell verschwunden? Termine, Termine. Sie kennen das ja. Ach ja? Woher wissen Sie, dass ich sowas kenne? Habe ich vermutet. Nur Menschen in Eile essen regelmäßig in Schnellrestaurants. Daher ja auch der Begriff schnell. Dennoch, diese Aktion von Ihnen vor 3 Tagen war irgendwie eigenartig. Keine Angst. Diesmal passe ich auf, dass ich Ihren Drink nicht umstoße. Dann gehörte das zum Plan? Nun beruhigen Sie sich mal. Sie hören sich ein wenig paranoid an, wissen Sie das? In Wirklichkeit habe ich den Mann gesehen, bevor er den Laden betreten hat. Er benahm sich so eigenartig und seine Hand steckte in der Tasche und hielt etwas fest. Das war nur so ein komisches Gefühl. Und ich hatte recht. Ein klein wenig Dankbarkeit könnten Sie schon zeigen. Ja, schon. Danke. Und woher wussten Sie das mit den Hochzeitseinladungen? Sie hatten eine Quittung von Barmers auf Ihrem Tablett liegen. Es stand da drauf. Ja, könnte sein. Und wohin sind Sie dann so plötzlich verschwunden, als ich Ihnen hinterhergerannt bin? Hallo? Taxi? Ich habe doch gesagt, dass ich zu einem Meeting musste. Ich bin einfach in ein Taxi gestiegen. Dann sollte ich Ihnen wohl dafür danken, dass Sie mich intuitiv aus der Schusslinie gebracht haben. Ja, das hätte einen gewissen Charme. Also, danke. Gern geschehen. Verdammt, es ist schon viel zu spät. Ich muss meinen Bus kriegen. Kein Problem. Wenn Sie wollen, fahre ich Sie. Mein Auto steht gleich um die Ecke. Nein, danke. Sehr freundlich. Mein Bus kommt ohnehin gleich. Das macht wirklich keine Umstände. Bleiben Sie doch noch. Wir kamen gerade so nett ins Gespräch. Tut mir leid. Ich muss wirklich los. Wir sehen uns sicher wieder, ja? Sie sind ein Idiot. Wie bitte? Wenn Sie sich unbedingt in einen überfüllten, stickigen Bus zwängen möchten, bitte. Ich habe Ihnen angeboten, Sie zu fahren. Ja, danke. Das war auch wirklich sehr nett. Da vorne kommt schon mein Bus. Ich muss jetzt los. Warten Sie. Was denn noch? Sie haben Ihr Handy verloren. Was? Wo? Nein, hier ist es doch. Oh, dann habe ich mich geirrt. Sorry, ich habe jetzt echt keine Zeit mehr. Ich weiß, Ihr Bus kommt. Hey, da kommt direkt ein Bus auf uns zu. Oh mein Gott. Haben Sie das gesehen? Der Bus ist direkt in die Haltestelle gerast. Ich hatte sowas Ähnliches befürchtet. Was? Wie können Sie so unbeteiligt da sitzen? Es war so vorherbestimmt. Sie reden ja geradezu, als hätten Sie es kommen sehen. Das wäre jetzt etwas zu viel des Guten. Ich bin keine Hellseherin. Moment. Wenn ich an der Haltestelle gestanden hätte, wäre ich vermutlich auch von dem Bus erfasst worden. Ja, vermutlich. Dann wäre ich jetzt vielleicht sogar... Sie haben mir schon wieder das Leben gerettet. Ich? Wie soll ich das denn gemacht haben? Sie haben mich mit Ihrem Handygeschwafel abgelenkt, sodass ich nicht rechtzeitig zur Haltestelle gekommen bin. Zufall. Freuen Sie sich doch. Wissen Sie was? Sie sind mir unheimlich. Halten Sie sich in Zukunft besser fern von mir, okay? Was? Ich möchte Sie nie wiedersehen. War nett, Sie kennengelernt zu haben. Guten Tag noch. Ach, verdammt! Jetzt bist du zu weit gegangen, Lirael. Hallo, Sariel. Hast du Hunger? Möchtest du eine Pommes? Verarsch mich nicht, Engelchen. Du hast schon wieder eingegriffen. Was denn? Ich sitze doch hier nur und esse zu Mittag. Genug damit, Lirael. Jetzt ist Schluss. Ich werde Metatron deinen Verstoß melden und dann bist du endgültig deinen Status los. Was? Aber... Mach's gut, Engelchen. Ab jetzt kommst du mir besser nicht mehr in die Quere. Denn wenn du erst einmal deinen Status verloren hast, darf ich dich zurückschicken. Melinda? Ja? Kennen wir uns? Nein, entschuldigen Sie. Mein Name ist Lirael Seraphin. Hätten Sie einen Moment Zeit? Ja. Worum geht es? Könnten wir vielleicht woanders hingehen? Hier in der Bibliothek müssen wir so leise sein. Schon okay. Wir sind ja auch leise. Naja, ich schon. Aber ich befürchte, dass Sie etwas lauter werden könnten. Was? Ich verstehe nicht... Es geht um Ihren Freund John. Was ist mit ihm? Hören Sie, mir bleibt nicht viel Zeit, bevor...
Er darf auf keinen Fall morgen zur Arbeit gehen. Was? Wieso nicht? Wenn er morgen zur Arbeit geht, wird etwas Schlimmes passieren. Ich verstehe überhaupt nichts. Wer sind Sie eigentlich? Bitte, halten Sie ihn zu Hause fest. Ich weiß nicht, was Sie damit andeuten wollen. Wenn Sie ihn nicht davon abhalten können, morgen das Haus zu verlassen, wird etwas Furchtbares passieren. Was? Wie bitte? Habe ich's nicht gesagt. Was wollen Sie von John? Geht es um Geld? Wenn er immer genau das tut, was ich verlange, wird ihm nichts geschehen. Sie sind ein Stalker, oder? Ich habe schon von Leuten wie Ihnen gehört. Sie haben recht. Ich bin gemeingefährlich. Ich stehe auf jeder Fahndungsliste vom FBI. Ich werde John morgen umbringen, wenn er das Haus verlässt. Ja? Was reden Sie denn da? Sie sind ein Psycho. Genau. Ich bin ein Psychopath. 3 Morde gehen bereits auf mein Konto. Und wenn John morgen das Haus verlässt, dann wird er Opfer Nummer 4. Hilfe! Hilfe! Lassen Sie mich davon! Hilfe! Hilfe! Cool. Vielleicht sollte ich auf die dunkle Seite der Macht wechseln. Oh, Scheiße, schon 9:30. Warum hat denn der Wecker nicht geklingelt? Guten Morgen, Schatz. Was ist? Ach, der Wecker hat nicht geklingelt. Ich hab 9 einen Termin, den ich nicht verpassen darf. Verdammt, verdammt, verdammt. Der Wecker hat nicht geklingelt? Das schaffe ich nie im Leben rechtzeitig. Das ist aber komisch. Ja. Na, dann bleib doch einfach zu Hause. Ruf an und sag, dass du krank bist. Das geht nicht. Warum nicht? Weil ich nicht krank bin. Aber du hast doch gesagt, dass du ohnehin zu spät kommen wirst. Melinda, du weißt, dass ich das nicht machen kann. Dann kannst du auch ebenso gut noch etwas bleiben. Ich habe Verpflichtungen. Ja, zum Beispiel mich. Was? Ich möchte, dass du dich entspannst und dir jetzt ein wenig Zeit für mich nimmst. Was? Jetzt? Ich möchte, dass du diesen Körper verwöhnst. Ich will, dass du diese Brüste streichelst. Melinda. Ich möchte meine Beine um dich schlingen, wenn du mit deinem Schwert in mich stößt. Schatz, ich erkenne dich gar nicht wieder. Nun, komm schon, ich will es. Jetzt. Okay, ich rufe nur kurz in der Firma an und lasse den Termin verschieben, okay? Oh ja, fantastisch! Oh Mann, Melinda, du bist unglaublich. Das Kompliment kann ich voll und ganz zurückgeben. Jetzt muss ich aber wirklich los. Was? Wirklich? War das jetzt etwa schon alles? Du bist unersättlich. Aber 2 muss für den Augenblick reichen. Bitte. Ich fühle mich noch immer so, unerfüllt. Unerfüllt? Du hast gerade noch gesagt, es wäre unglaublich gewesen. Ja, aber jetzt bin ich irgendwie... Tut mir leid. Ich könnte sowieso nicht nochmal. Komm, ich bring dich schon wieder in Fahrt. Wer bist du? Und was hast du mit Melinda gemacht? Vertrau mir. Aber es geht wirklich nicht. Ich muss jetzt ehrlich los. Ich will endlich ein Kind von dir. Daran arbeiten wir doch bereits seit einigen Monaten. Wenn es klappt, dann klappt es von ganz alleine. Aber wir sollten das nicht übertreiben, finde ich. Mach mir ein Kind. Jetzt, hier, auf der Stelle. Süße, wenn wir nicht in den letzten 2 ein Kind gezeugt haben, dann sollten wir uns mal untersuchen lassen. Aber wir sollten ganz sicher gehen. Ich habe gerade meinen Eisprung. Du meinst das nicht ernst, oder? Und morgens ist die beste Zeit zur Empfängnis. Wollen wir es in der Küche machen? Melinda! Oder unter der Dusche! Komm, lass uns duschen! Du meinst das wirklich ernst? Los, zieh dich wieder aus! Seif mich ein! Melinda, was ist los mit dir? Ich bin eben geil auf dich! Du willst nicht, dass ich zur Arbeit gehe, oder? Genau! Wie soll ich denn schwanger werden, wenn wir eine gute Gelegenheit verstreichen lassen? Was ist wirklich los? Was meinst du? Hier stimmt doch etwas nicht. Ich habe das Gefühl, dass du mich hier festhalten willst. Oh ja, gute Idee. Ich fessel dich. Ich meine das ernst.
Ich habe nichts gegen wunderbaren Sex, aber das jetzt ist für uns beide nicht normal. Eisprung hin oder her. Bleib einfach zu Hause. Wir könnten auch fernsehen. Lassen uns was vom Pizzadienst kommen und entspannen einfach. Sag mir die Wahrheit. Also doch. Also? Du versuchst mich in der Wohnung festzuhalten. Sie hat gesagt, dass sie dich umbringen würde. Wer will mich umbringen? Die junge Frau mit den blond gelockten Haaren und dem komischen Namen. Die Frau mit... Ich fasse es nicht. Was will die von mir? Was hat sie dir genau gesagt? Sie sagte, wenn du heute das Haus verlässt, würde sie dich umbringen. Ganz sicher nicht. Was hast du vor? Ich gehe jetzt zu Duffys. Ich will was essen. Aber was ist, wenn sie es ernst meint? Sie schien sehr entschlossen. Das kläre ich jetzt auf der Stelle. Ich kenne die Frau und ich weiß, wo ich sie finde. John, bitte! Pass auf dich auf! Ich liebe dich! Nun komm schon! Blöder Fahrstuhl! Scheiße, komm endlich! Hallo, Mr. Lindenberg! Hallo, Mrs. Granger! Wie geht's Ihrem Kater? Auch dem geht's gut, danke. Sie brauchen nicht auf den Fahrstuhl zu warten. Wieso? Haben Sie denn heute Morgen den Lärm nicht gehört? Welchen Lärm? Der Fahrstuhl ist abgestürzt. Was? Ja, heute Morgen um kurz nach neun ist eines der Tragseile gerissen und der Fahrstuhl ist 12 Stockwerke in die Tiefe gesaust. Oh, das war ein Höllenlärm, sage ich Ihnen. Wurde jemand verletzt? Nein, Gott sei Dank war niemand drin. Aber ich habe einen Augenblick lang an Sie gedacht. An mich? Naja, weil das die Uhrzeit war, zu der Sie normalerweise zur Arbeit gehen. Stellen Sie sich nur mal vor, Sie wären pünktlich gewesen. Sie könnten jetzt tot sein. Mein Gott, Sie haben recht. Ich könnte jetzt tot sein. Ich wusste, dass ich Sie hier treffen würde. Und ich wusste, dass Sie kommen würden. Wir müssen reden. Allerdings. Was sollte das mit der Drohung gegenüber meiner Verlobten? Eine kleine Notlüge. Wenn ich Sie nicht unter Druck gesetzt hätte, wären Sie heute Morgen im Fahrstuhl gestorben. Und hätten mit Sicherheit einige geile Stunden verpasst. Was? Woher? Beobachten Sie mich etwa? Aber natürlich. Wie bitte? Ich beobachte Ihren Hals mit den beiden blutroten Knutschflecken. Oh, also... Okay, Sie haben recht. Ich habe meistens recht. Was soll das jetzt werden? Sind Sie Hellseherin, Wahrsagerin, ein Medium? Sie haben mir vermutlich jetzt bereits 4-mal das Leben gerettet. Das kann kein Zufall mehr sein. Ich habe Ihnen bereits öfter das Leben gerettet. Wie meinen Sie das? Das erste Mal mit 6 Jahren, als Sie in der Badewanne gesessen haben mit einem Radio auf der Ablage. Ich verstehe nicht. Das Radio ist umgefallen, aber nicht in die Wanne, sondern auf die andere Seite und zerbrach auf den Fliesen. Eine großartige Leistung von Ihnen. Mit 7 sind Sie von einer Rutsche gefallen, als Sie auf dem Bauch hinunterrutschen wollten. Daran erinnere ich mich. Ich hatte eine Platzwunde an der Stirn, die genäht werden musste. Tolle Heldentat, Lady. Wenn ich nicht gewesen wäre, wären Sie mit dem Gesicht in eine zerbrochene Flasche am Fußende der Rutsche gerast und hätten sich die Halsschlagader aufgeschlitzt. Ich verstehe nicht, was Sie damit zu tun hatten. Sie waren weder im Badezimmer noch auf dem Spielplatz. Außerdem haben Sie damals wahrscheinlich noch in den Windeln gelegen. Sie verstehen es immer noch nicht, oder? Was denn zum Teufel? Ich bin Ihr Schutzengel. Setzen wir uns hier auf die Bank. Ich liebe diese Ruhe abseits der Hektik. Ja, schön. Trotzdem könnten Sie mir endlich mal erzählen, was das Ganze zu bedeuten hat. Ich war schon die letzte halbe Stunde im Taxi ruhig. Aber jetzt muss ich endlich wissen, was hier vor sich geht. Sind Sie ein religiöser Mensch? Kirche, Jesus, Gott. Allah, Zeus, Chaos. Chaos war ein Gott? Glauben Sie an Gott? Ja, sicher. Glauben Sie an Engel? Also, ich... Jede Religion kennt Engel. Wir sind die Exekutive des Herrn und führen seine Anweisungen aus. Ich gehöre zu den Schutzengeln. Und wo sind Ihre Flügel?
Das ist ein Problem bei uns Schutzengeln. Wir sind normalerweise unsichtbar, müssen uns aber an die physikalischen Gesetze auf der Erde halten. Wenn ein Flugzeug abstürzt, dann können wir das nicht aufhalten. Aber wir können unsere Schützlinge davor bewahren, in dieses Flugzeug einzusteigen. Aber wenn sie schon wissen, dass das Flugzeug abstürzt, dann... Wir sind nicht allmächtig. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir haben nur ein intuitives Gefühl dafür, wann etwas geschieht. Aber wir wissen nicht, was es ist. Es ist eben nur ein extrem starkes Gefühl. Und was ist mit den anderen Menschen in dem Flugzeug? Warum tun deren Schutzengel nichts, um sie zu retten? Wenn das Schicksal es will, dass ein Mensch stirbt, dann darf sein Schutzengel nicht eingreifen, um dies zu verhindern. Wir müssen ihn nur bis zu diesem Zeitpunkt vor großem Unglück schützen. Also... Engel können keine Wunder vollbringen? Und normalerweise sind Engel unsichtbar. Und Engel können nicht in die Zukunft blicken. Richtig. Und Engel müssen Menschen sterben lassen, wenn der göttliche Plan dies vorsieht. So ist es. Bullshit! Was? Dieser göttliche Plan ist Humbug. Ebenso gut könnte der Plan auch lauten, dass niemand bis zu seinem Tod leiden muss, dass es, was weiß ich, ewigen Frieden gibt, dass alle glücklich sind. Das wäre ein göttlicher Plan, wie er einem Gott angemessen wäre. Aber was Sie mir hier erzählen, ist planlos, undurchdacht, unausgegoren und einfach scheiße. John! Erzählen Sie mir endlich die Wahrheit. Woher wissen Sie von all diesen Sachen, die mir passiert sind? Vermutlich gute Recherche in alten Tagebüchern und Krankenakten. Das wäre tatsächlich möglich. Aber woher wissen Sie, wann mir echte Gefahr droht? Sie sind ein Medium, nicht wahr? Ein Medium wie Alison Dubois und James van Praag, oder? Ja, genau. Sie haben recht. Ich bin ein Medium. Das erklärt ja auch, warum ich Sie sehen kann. Aber es erklärt nicht, warum Sie mir helfen. Ich kann dich einfach nicht sterben lassen. Was soll das heißen? Deine Zeit ist abgelaufen. Du musst sterben. Dann lass mich doch einfach sterben. Du hättest als Schutzengel doch ohnehin deinen Auftrag erfüllt. Es geht nicht. Warum nicht? Es ist etwas schiefgelaufen. Ach ja? Und was? Etwas, das niemals passieren darf. Ich habe mich in dich verliebt. Lirael, tut es wirklich so weh? Sariel, bist du gekommen, um mich jetzt zurückzuführen? Eigentlich müsste ich das tun. Du hast dich entschieden, vom Weg des Herrn abzuweichen. Damit hast du das Schicksal in die eigene Hand genommen und dir angemaßt, über Tod oder Leben entscheiden zu dürfen. Als Schutzengel war es meine Aufgabe, John zu schützen. Aber seine Zeit ist abgelaufen. Schon seit langem. Die Regeln des Herrn sind unverrückbar. John Lindenberg muss noch diese Nacht sterben, sonst wird sein Leben das des Kindes beeinflussen. Und du weißt, was dann geschieht. Die Menschheit würde in ewigem Krieg versinken. Siehst du, die Konsequenzen wären unbeschreiblich. Ich habe dich viel zu lange seinen Tod hinauszögern lassen, aber nun ist es nicht mehr weiter zu verantworten. Aber wie kann ein Kind die Menschheit retten? Das Kind wird ein Friedensbringer sein. Wie das aussieht, kann niemand von uns sagen. Aber so ist es vorherbestimmt. Und wenn ich John irgendwohin entführe? Dorthin, wo er niemandem etwas antun kann? Lirael, wir wissen nicht, wer dieses Kind ist. Du kannst nicht sicherstellen, dass er nicht dessen späterer Mutter etwas antut, dass er unbewusst in die Entwicklung des Kindes eingreift, sodass dieses niemals den vorher bestimmten Weg gehen wird. Wir wissen nur, dass er noch heute Nacht sterben muss, damit das Schicksal seinen Lauf nehmen kann. Warum? Warum habe ich mich in ihn verliebt? Wie konnte das nur passieren? Ich habe ihn beschützt, seitdem er geboren wurde. Und nun sind diese Gefühle da. Du bist nicht der erste Engel, dem dies geschieht. Es tut so weh, Sariel. Und es wird auch wieder aufhören. Glaube mir, Lirael, mein Engel. Es wird vergehen. Was wird jetzt aus mir? Ich werde dich zurückschicken. Und es gibt keine andere Möglichkeit? Metatron wartet bereits auf dich. Ich werde es schnell und schmerzlos machen. Und John stirbt wirklich diese Nacht? Ja, es ist unausweichlich. Und wenn er wieder aufersteht? Lirael, jetzt fantasierst du. Aber Jesus ist auch wieder auferstanden. Vergleichst du etwa John Lindenberg mit Jesus Christus?
Wenn John stirbt und wieder aufersteht, wäre dann das Schicksal des Kindes gerettet? Was redest du da? Niemand kann wieder auferstehen. Sag mir, wäre das Schicksal des Kindes gerettet? Hypothetisch schon. Da es in der Prophezeiung nur heißt, dass Johns Tod unausweichlich ist, um das Kind zu retten. Wenn er tot ist und wieder aufersteht, wäre also die Prophezeiung erfüllt. Lirael, das wird nicht passieren. Aber bei Jesus hat es doch auch funktioniert. Jesus war eine Ausnahme. Das glaube ich nicht. Schluss jetzt! Schließe die Augen, Lirael. Du musst jetzt gehen. Nein, noch nicht. Ich bin hier auf Erden noch nicht fertig. Doch, das bist du! Tut mir leid, Sariel. Vielleicht kannst du mich später zurückführen. Ich habe aber jetzt leider noch einen Termin. Niemals. Sag niemals nie. Au, meine Hand. Mann, was für ein Dickschädel. Ja, bitte? Ich muss dringend John sprechen. Was? Sie? Nehmen Sie Ihren Fuß aus der Tür! Bitte, es geht um Leben und Tod. Ziehen Sie Leine, Sie Psychopathin! Hey! John kriegen Sie nicht! Verpiss dich, du Schlampe! Wir wollen mal nicht unhöflich werden. Was ist denn hier los? John, ich bin's, Lirael. Ich muss dich sprechen. Wir haben alles besprochen, was zu besprechen ist. Lass mich in Ruhe, Lirael. John! Und jetzt nehmen Sie endlich den Fuß aus der Tür! Du sollst heute Nacht sterben. Es ist bereits 11 Uhr. Wir haben nur noch wenige Stunden Zeit, bevor die Sonne wieder aufgeht, um das Schicksal zu besiegen. Mein Gott, sie ist völlig wahnsinnig. Wie meinst du das? Heute Nacht? Sariel, der Todesengel wird dein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Todesengel? Aber... Verdammt, ich habe jetzt keine Zeit für Erklärungen. Wir können das auf dem Weg besprechen. Weg? Wohin? John, du verlässt nicht diese Wohnung. Diese Frau ist nicht ganz dicht. Die wird dir was antun. Jetzt habe ich aber genug. Melinda! Komm endlich. Melinda hat doch nur die Tür gegen den Kopf bekommen. Die erholt sich schon wieder. Im Gegensatz zu dir, wenn Sariel dich in die Finger kriegt. Das ist er. Sariel kommt. Lass uns los. Wohin willst du? Erstmal hier raus. Los jetzt. Verdammt, seit wann ist denn der Fahrstuhl kaputt? Das sagt die Richtige. Wo steht dein Wagen? Da vorne, aber er ist kaputt. Was meinst du, warum ich mit dem Bus fahre? Was ist denn damit? Die Bremse funktioniert nicht. Ich warte noch auf den Abschleppservice. Genau, was wir brauchen. Wer bremst, ist nur langsam. Was? Herr mit dem Schlüssel. Ich steige da nicht ein. Ich meine das ernst. Du solltest unbedingt etwas gegen deine Aggressivität tun. Hier. So schnell, ja? Wie willst du denn halten, wenn du so Gas gibst? Da fällt mir schon was ein. Mein Gott, das war aber nah. Ja, der ganze Straßenzug ist plötzlich dunkel. Vielleicht erfüllt sich jetzt mein Schicksal und ich sterbe bei einem Autounfall. Entspann dich, John. Du kannst nicht sterben. Ich würde es vorher fühlen, wenn es passiert. Erinnerst du dich? Ich bin dein Schutzengel. Erinnerst du dich? Ich glaube dir nicht. Dein Problem. Oh nein, mein schöner Wagen. Diese ewige Nörgelei ist ja nicht auszuhalten. Mann, irgendwann breche ich mir noch mal die Hand. Los, John, steig aus. Wo bin ich? Wir sind da. Oh, mein Kiefer tut weh. Steig aus, wir haben keine Zeit. Wo sind wir? Vor dem Museum, in dem wir uns das erste Mal körperlich begegnet sind. Was wollen wir hier? Wir gehen in die Ausstellung. Jetzt? Es ist fast Mitternacht. Es ist Samstag. Heute sind die Mitternachtsführungen. Aber was wollen wir da drin? Bleib still! Du kannst das Schicksal nicht ändern! Hörst du? Bleib stehen!
Das ist Sariel. Er wird dich töten. Komm, uns noch die Zeit davon. Okay, ich komm ja schon. Das wirst du bereuen. Das schwöre ich dir. Das wirst du büßen, hörst du? Mit mir spielt man nicht. Bitte zwei Karten für die Mitternachtsführung. Hier, das macht $8. Hier, stimmt so. Oh, vielen Dank. Das ist ein 20er. Los, John, wir müssen in den dritten Stock. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Was ist da? Die Schatzkammer des Wiener Hofes. Mireille, du wirst es nicht schaffen! Du bist tot! Der Kerl hat ja noch eine größere Klatsche als du. Danke für die Blumen. Wo kam der Blitz denn plötzlich her? Das ist Sariel. Der Schuft spielt falsch. Er hält sich nicht an die Regeln. Jetzt wird es wirklich brenzlig. Ach, jetzt erst? Ja. Hey, lassen Sie das! Hauen Sie ab! Sariel! Ja. Entlass die Leute aus deiner Gewalt! Du darfst Menschen nicht manipulieren! Leck mich, Lirael! Es wird niemanden geben, der mich anderen davon erzählen kann! Ja. Wir haben es gleich geschafft, John. Nicht aufgeben. Was meinst du, was ich hier mache? Die Leute sind ja alle vollkommen durchgedreht. Sie stehen unter dem Einfluss von Sariel. Langsam fange ich an, dir zu glauben. Wir sind da. Da ist die weltliche Schatzkammer. Und was jetzt? Hilf mir, den Glaskasten umzustoßen. Warum? Hilf mir! Okay. Gitter sind von den Türen runtergegangen. Wir sitzen in der Falle. Nein, John, im Gegenteil. Jetzt kommen sie auch nicht mehr zu uns rein. Aber was machen wir denn jetzt? Wir retten dich. Und wie? Hiermit. Damit? Die Lanze des Longinus. Willst du uns damit verteidigen? Nein, damit werde ich dich töten. Was? Wie meinst du das? Das ist die Lanze, die Longinus Jesus am Kreuz in die Seite gestoßen hat. Sie ist getränkt mit dem Blute Jesu. Und Jesus ist der einzige Mensch, der nach seinem Tod wieder auferstanden ist. Das ist eine Legende. Nein, es ist keine Legende. Diese Lanze ist niemals 2000 Jahre alt. Das ist eine Nachbildung nach irgendeiner Überlieferung. John, hör mir zu. Hör mir zu. Dies ist die echte Lanze. Und daran ist das echte Blut Christi. Aber ich bin nicht Gottes Sohn. Aber es ist deine einzige Hoffnung. Das kannst du nicht ernst meinen. Ich werde es schnell machen, hörst du? Ihr habt keine Chance! John muss sterben! Lass es mich zu Ende bringen, John! Dir kann nichts passieren, John. Ich spüre doch, wenn dir etwas Schlimmes zustoßen wird. Und jetzt spüre ich nichts. Es wird funktionieren. Nein, vergiss es. Nimm die Lanze runter. Wenn wir es nicht tun, wird Sariel dich umbringen. Du hast keine andere Wahl. Oh doch. Ich warte, bis die Polizei euch beide festnimmt. Gleich habe ich. Sariel, drück die Fallgitter hoch. Wann glaubst du mir endlich? Du hast keine Zeit mehr. Niemals. Ich will nicht sterben. John? John? Kannst du mich noch hören? Wir haben es geschafft. Ich liebe dich. Ich warte auf dich. Du kommst zurück. Du hast es tatsächlich gemacht. Ich habe die Prophezeiung erfüllt. John ist tot und dem Kind kann nichts mehr geschehen. Und nun warte ich, dass John wieder aufersteht. Lirael, das wird nicht passieren. John wird nicht wieder auferstehen. Doch, ganz sicher. Du wirst sehen, in 3 Tagen wird er wieder erwachen von den Toten. Nein, das wird er nicht. Aber natürlich wird er das. Spürst du es denn nicht? Aber... Begreife doch. Auch das Blut Christi kann nichts daran ändern, dass John nur ein Mensch war und nicht der Sohn des Herrn. Er ist tot. Horche in mich. Du kennst die Wahrheit. Aber ich war mir doch so sicher. Ich weiß, Lirael, ich weiß. Komm, Engelchen. Lass uns von hier verschwinden, bevor die Polizei eintrifft. Ich
lass es uns endlich hinter uns bringen. Ich kann nicht. Warum nicht? Ich bin kein Engel mehr. Ich bin nicht dem Weg des Herrn gefolgt. Doch, bist du. Du hast deinen Schützling bis zum Tode beschützt. Und du hast die Prophezeiung erfüllt. Aber... Metatron hat mir eine Nachricht für dich gesendet. Was sagt er? Du bist der beste Schutzengel, den er je auf Erden hatte. Du hast den höchsten Einsatz gezeigt, den je ein Engel gezeigt hat. Und daher hat er einen neuen Schützling für dich. Ich soll weiter einen Schutzengel spielen? Sariel, dazu habe ich keine Kraft für mehr. Für diesen Schützling wirst du deine Kraft wieder erwecken müssen. Was ist denn so Besonderes an diesem Kind, dass es ausgerechnet mich braucht? Es ist... Ist es etwa das Kind? Der prophezeite Friedensbringer? Eine schwere Aufgabe wartet auf dich. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Du wirst es können. Wie könnt ihr, du und Metatron, euch da so sicher sein? Weil du dieses Kind ebenso lieben wirst wie John. Wie kannst du das wissen? Es ist Johns Sohn. Johns Sohn? Wenn du Melinda nicht in der Bibliothek bedroht hättest, hätte sie John nicht zu Hause festgehalten und die Zeugung hätte nicht stattgefunden. Du wirst sicher viel von John in seinem Sohn wiederentdecken. War das die ganze Zeit der Plan? Wer weiß. Vielleicht musstest du erst die schlimmste Erfahrung deiner Existenz machen, um daraus zu lernen, dass in jeder Niederlage ein Sieg steckt. In jedem Ende ein Neuanfang. Und Liebe nicht nur schützen, sondern auch loslassen heißt. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Sie hörten Lirael von Erik Albroth. Die Rollen und ihre Sprecher. Lirael, Vera Bunk. John, Tino Kiesling. Sariel, Felix Würgler. Melinda, Christiane Marx. Museumsführer, Detlef Tams. Besucher, Horst Kurt. Bedienung, Janine Koch. Gangster, Andreas Hegewald. Mrs. Granger, Eva Maria Kurz. Museumsbedienstete, Rabea Wienicke. Sowie Mika Wanner, Sonja Röhrig, Stefanie Puke, Karin Schumann, Marco Rosenberg, Frank Hammerschmidt, Ernst Dubitzki, Achim Zien, Andreas Schibesta, Christian Pradl und Erik Albroth. Jingle, Jamie Leaves. Credits, Marc Schülert. Musik, Michael Donner. Drehbuch, Schnitt und Regie, Erik Albroth. Eine Produktion von Erik Albroth aus dem Jahre 2012. Besuchen Sie unsere Homepage www.earliner.de und entdecken Sie noch viele weitere kostenlose Hörspiele. Ich knall den nächsten auch noch ab, wenn ihr mich macht, was ich sage! Mich macht, was ich... Oh nein, scheiße. Achtung, weg hier! Scheiße, Mann!
Hä? Ja, der Brain-Burger mit Bacon, die Brain-Buckets und der Milchshake. Guten Appetit. Das ist kein Big Brain Hugger. Scheiße, sorry. Ich will, dass du diese Brüste streichelst. Brauche ich nochmal. Ich brauche den nächsten Text. Mach nochmal oben hier. Kann ich trotzdem den nächsten Satz schon mal sehen? Warte, ich zeige dir. Oh mein Gott. Was war das denn? Unglaublich! Zudem wird bei unbefugtem Öffnen oder Anheben des Kastens sofort ein Alarm. Du, ich muss Schluss machen. Ich esse hier gerade bei Duffys. Wir sehen uns, ja? Ich weiß. Ich dich auch. Mhm. Oh, du liebst sie! Du musst sie lieben, ja. Mensch! Ah, ja. Das habe ich nicht gewusst. Now I know. Das steht dabei verliebt. Hilfe! Hilfe! Lassen Sie mich in Ruhe! Ah! Ah! Ich sollte ja doll, ne? Ich kann noch doller. Man schätzt den Wert. Und nun warte ich, dass John wieder aufersteht. Sariel, das wird nicht passieren. Warum spricht er mich da eigentlich mit Sariel an? Weil das ein Fehler ist. Ah, gut. Erkannt. Gut, okay. Ich dachte, wir haben jetzt so ein ganz komisches Ding so hier gerade. Changer. Ja. Ja, das ist der Twist am Ende du gewesen. Du bist ich und ich eigentlich bin du. Ja. Donner und Doria. Ach du heiliger Bimbam. Heiliger Himmel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Allmächtiger. Ach du grüne Neune. Ich werd nicht mehr. Ach du Scheiße. Heiligsblechle. Jesus, na. Leroy! Bleib stehen! Na, ohne überschlagen, oder? Lirel, du wirst es nicht! Ah, Lirel! Nein, muss ich aufpassen, ein bisschen. Ja, fast ein bisschen überschrien eben. Oh nein, wie schrecklich. Da, ein Unfall. Oh, das hat die Leute voll zerfetzt. In jeder Niederlage steckt ein Sieg. Steckt ein Sieg, steckt ein Sieg. Kannst du mir den Akku mal... Steckt ein Sieg, steckt... Danke. Das wirst du büßen, hörst du? Mit mir spielt man nicht. Boah, ich hab echt Angst. Hammer. Möchtest du lieber rauskommen? Scheiße. Nee, ich hab ja hier noch die Trennung. Du kommst hier nicht mehr raus. Du kommst hier nicht vorbei. Oh je. Tut mir leid, ich könnte sowas nicht nochmal. Ich könnte sowieso nicht nochmal. Ich ah. Wollen Sie schon wieder los? Schauen Sie sich nicht den Rest der Anstellung aus. Hm, genau. Hallo, Mrs. Granger. Wie geht's Ihrem Vater, Carter? Wie geht's Ihrem Vater? Danke. Das kommt aus dem Althebräischen und bedeutet... Ja, das Danke kommt ein bisschen unfreundlich. Oh, nee. Also das war... Ich bin immer so unfreundlich. Warum bin ich so unfreundlich? Ich bin ein unfreundlicher Mensch. Nein, Quatsch. Lächeln! Danke. Das kommt aus dem Al... What? War das nicht nett? Wohin willst du? Erstmal hier raus. Los jetzt! Los jetzt! Los jetzt! Los jetzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist die Lanze, die Longinus, ja. Das ist die Lanze, die Longinus Jesus am Kreuz in die Seite gestoßen hat. Longinus, mhm. Das ist die Lanze, die Longinus Jesus am Kreuz... Nee, nochmal. Das ist die Lanze, die Longinus Jesus am Kreuze in die... Longinus, Hilfe! Warum kriege ich immer so komische Worte? Und wenn John morgen das Haus verlässt, dann wird er Opfer Nummer 4.
So etwa? Sariel wäscht nicht nur sauber, sondern rein. Genau. Ende. Mann! Jetzt aber. Oh Gott, es wird ernst. Herr Kiesling zieht seine Mütze aus. Das will was heißen. Das will was heißen. Ich meine Kappe absetze. Oh mein Gott. Sariel, der Todesengel wird dein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Nochmal. Sariel, die Meerjungfrau. Genau. Jesus war eine Ausnahme. Ach Quatsch, das ist dein Text. Entschuldigung. Scheiße. Ganz normal. Besuchen Sie unsere Homepage www.earliner.de. Und entdecken Sie noch viele weitere kostenlose Hörspiele. Zum Beispiel Feuer und Flamme. Hier ist noch eine Tür. Sie ist offen. Los rein, aber leise. Okay. Boah, stimmt das hier? Psst, Ruhe. Da hat jemand in die Ecke gemacht. Ach, Ruhe jetzt. Groß. Kannst du nicht mal die Klappe halten? Riechst du das? Ja, es riecht nach Scheiße. Und nun sei still. Nein, da ist noch was. Was denn? Das ist... Du hast recht. Das ist... warte mal. Das riecht nach... Gas! Schnell, raus hier! Und... Wieso ist denn hier noch das Gas an? Das muss doch abgestellt sein. Sieh zu, das Gebäude muss randvoll damit sein. Deckung! Scheiße, Mann. Das war knapp. Das kannst du laut sagen. Ich glaube, ich habe mir die Hose aufgerissen. Ich werde gleich mal der Zentrale Bescheid sagen. Die sollen die Stadtwerke, die Gasleitung in der Gegend checken lassen. Und die Hose war nagelneu. Schau dir das doch mal an. Du, Kevin. Ich glaube, da war doch jemand in dem Gebäude. Das glaube ich nicht. Bei dem Gasgeruch da drin hätte sich da niemand reingewagt. Doch, ich bin ganz sicher, dass da jemand drin war. Wieso? Wie kommst du drauf? Da, neben deinem Schuh, da liegt eine abgerissene Hand. Killing Beauties. Sie sind erfolgreich. Und da, da ist Kelly Roberts. Sie ist im Augenblick das Topmodel von Gautier. Sie sind sexy. Ich komme gleich. Meine Güte. Ja, ja. Oh, ich brauche nicht mehr lange. Und sie haben ein Geheimnis. Nur gut, dass ich mich auf euch beide verlassen kann. Kelly Roberts. Informationsbeschaffung und Planung. Ich habe für Van Halens Grundstück einen Alarm ausgelöst, um die Reaktionszeit der Polizei zu messen. Elissa Matthews. Ausführung und Waffentechnik. Ich habe also maximal 2 Schuss, bevor sie wissen, was los ist und ihn in Deckung bringen. Leland Chambers ist... der Joker. Nein! Aber ich werde Sie wegen Körperverletzung anzeigen, wenn ich mir den Fuß breche. Sie haben wieder einen Auftrag. Gut, Kinder. Ich möchte, dass Sie wieder jemanden für mich umbringt. Aber man ist Ihnen auf der Spur. Ja, aber Felony wurde in meinem Bezirk umgebracht. Police Lieutenant. Ich war mit einem Bullen im Bett? Sie sind die Killing Beauties. Elissa nicht! Das ist ein Kind! Kelly, bring die anderen hier raus und mach den Wagen warm. Killing Beauties. Wenn Schönheit tödlich ist. Wenn sie bitte gesagt hätten, hätten sie mich vielleicht überreden können. Mit Vera Bunk. Aber er steht auch darauf, gefesselt zu werden. Annika Weitershagen. Ich war mit Naomi zusammen. Aber das wird sie wahrscheinlich niemals zugeben. Dirk Hardegen. Und nächstes Mal mache ich mit dir den Time Warp, Kelly. Und vielen anderen. Sagt
sagte ich schon, dass ich Hunde hasse. Alistair! Nein! Mein Gott, nein! Sie sind die Killing Beauties. Ein Hörspiel von Erik Albroth. Demnächst bei www.earliner.de. Killing Beauties. Twilight Mysteries. Düstere Legenden, Katastrophen, mystische Wesen, paranormale Erscheinungen. Aberglaube oder Wirklichkeit? Seit jeher versucht sich die Menschheit durch Wissenschaft und Technik von ihren Ängsten zu befreien. Doch sie ignoriert dabei eine Macht, die im Dunkeln existiert. Sie hat ihren Unterschlupf in der Finsternis. Sie ist uralt und lebt versteckt im Verborgenen. Seit Ewigkeiten lauert sie im Schatten. Und wenn es niemand erwartet, wird sie blitzschnell zuschlagen. Wenn die Antwort auf unsere Ängste irgendwo da draußen ist, dann müssen wir das Licht ins Dunkel bringen. Twilight Mysteries. Wenn die Angst dich einholt, bleibt dir nicht mehr viel Zeit. Aber der Schuss kommt exakt mit dem Zerplatzen des Kopfes. Wenn Sie das so sagen, klingt es fast schon poetisch, Nina. Schauen Sie weg, Nina. Das wird jetzt blutig. Oh! Scheiße! Nun reden Sie schon! Und umbringen werde ich dich ganz bestimmt nicht. Solange du bei mir bist, bin ich vor deinem Mann sicher, diesem Psychopathen. Er ernährt sich von der Lebenskraft anderer Menschen. Sie werden ihn niemals alleine antreffen. Er zapft diese Menschen wie ein Vampir an und saugt ihnen die Lebenskraft aus. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt reagieren soll. Ich liebe es, wenn sich diese zarte Röte auf den Wangen einer schönen Frau zeigt. Die Geige de la Croix. Dies ist der Vater des Mädchens. Es tut mir furchtbar leid, Herr Petersen, aber dieser... Was hatte die de la Croix hier zu suchen? Was? Wie? Also ich habe recht gehabt. Tun Sie nicht so. Ich habe doch gesehen, wie Sie bei dem Namen zusammengezuckt sind. Los, Herr Mittmann. Wo ist die Leiche meiner Tochter? Spucken Sie es aus, Mann! Was geht hier vor? Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie reden und ich lasse mich von Ihnen nicht anbrüllen. Sie können sich gleich zu Ihrer Kundschaft legen, wenn Sie nicht das Maul aufmachen. Ich habe das Parfum von dieser Frau gerochen. Also hören Sie auf, den Dummen zu spielen. Es tut mir leid. Es ist nicht meine Schuld. Die Frau ist der Teufel. Herr Mietmann, was haben Sie getan? Wo ist meine Tochter? Ich habe die Leichen an Sie verkauft. Und ein Kollege von Ihnen fälscht die Autopsieberichte. Sie Monster! Das wird Konsequenzen haben. Meine Tochter bekommt sie nicht. Ich werde sie aufhalten. Geschliffener Tod. So. Das sitzt. Du bewegst dich nicht mehr. Weißt du, ich hatte gestern einen wirklich schlechten Tag. Ein großer Kunde hatte seine Bestellung storniert. Weißt du, was das heißt? Nein, natürlich weißt du das nicht. Ich bin Vertreter. Für Messer übrigens. Aber dazu komme ich später. Und ich verdiene mein Geld mit dem Verkaufen. Kein Verkauf, kein Geld. Jetzt muss ich zu einer Messe. Ein Tag der Einschulung meines Sohnes. Wie wird dir das gefallen, hä?
Mein Sohn will eine Rakete. Kannst du mir mal sagen, wo ich sowas herbekommen soll? Nee, natürlich nicht. Aber ich bin einfallsreich. Siehst du das hier? Einweg-Overalls. Einer für meinen Sohn und einer für mich. Raumanzüge, cool, was? Ich bin ein guter Vater. Earliner.de geht direkt ins Ohr.